Ja, mein Name ist Christian Weigel, ich bin Forstamtsleiter hier im Forstamt Oldendorf, in Hessisch-Oldendorf, seit 14,5 Jahren. Und wir haben dieses Jahr und schon seit dem letzten Jahr ganz erhebliche Probleme mit Borkenkäfern in unseren Nadelholzbeständen. Ja, es gibt große Probleme seit letztem Jahr. Da haben wir diesen Sturm Friederike gehabt, fast auf den Tag genau. 11 Jahre nach dem Sturm Kyrill. Und das war der Beginn in Verbindung mit dem trockenen Jahr 2018, dass wir eben eine riesengroße Borkenkäferkalamität bekommen haben in unseren Fichtenbeständen. Also bei dem Sturm Friederike wurden vor allen Dingen Nester in den einzelnen Fichtenbeständen geworfen und diese Nester mussten dann aufgearbeitet werden. Es blieben natürlich immer Resthölzer liegen. Es wurden auch zum Teil nicht alle aufgearbeitet, zum Beispiel auch in kleineren Beständen oder auch in Waldbeständen, die jetzt nicht so im Zentrum des Interesses stehen, Privatwäldern und Ähnlichen, die sind dann also erstmal sehr lange fängisch geblieben. Dort sind also dann in dem warmen Frühjahr und Sommer bis zu 3 Generationen von Borkenkäfern ausgeschlüpft und diese 3 Generationen Borkenkäfer machen natürlich ganz erhebliche Probleme. Hier sieht man überall die kleinen Gänge, die sind dann von den Larven gemacht worden. Dann werden die also so plätzeweise groß hier. Da haben sich dann die Larven verpuppt und haben sich dann ausgebohrt und sind dann aus dem Baum ausgeflogen. Und das Erste, was sie natürlich machen, ist, sie versuchen dann neue Bäume zu befallen. Und das ist dann das ganz große Problem. Ja, hier sehen Sie einen Jungkäfer. Das ist ein Buchdrucker. Und diesen Buchdrucker habe ich jetzt eben aus dem abgestorbenen Baum herausgeholt. Der Buchdrucker kann fliegen und kann dann also sehr schnell einen neuen Baum besiedeln. Also die Trocknis und die damit einhergehenden Borkenkäferschäden sind kein Problem von Niedersachsen oder kein Problem von Deutschland, sondern auch in den angrenzenden Ländern gibt es massive Probleme durch Windwürfe. Das bezieht sich vor allen Dingen auf Tschechien, Österreich und Italien. Und deshalb kann man sich vorstellen, dass der europäische Markt insgesamt verstopft ist, sodass es also gar nicht so leicht ist, auf dem europäischen Markt noch was abzusetzen. Und wir versuchen derzeit, und das gelingt auch, Stammholz bis nach China zu verkaufen. Die Frage, wie es jetzt eigentlich weitergeht, wenn die Fichten abgestorben sind, die Bestände werden geräumt, das Holz bestmöglichst genutzt und dann werden die Flächen wieder aufgeforstet mit Baumarten, die hoffentlich an die klimatischen Verhältnisse angepasst sind.